Hallo Freunde, willkommen zurück zu unserem technischen Podcast. Heute reden wir über das elektrische System des Airbus A320. Das elektrische Subsystem ist eines der kritischen und wichtigen Subsysteme, die den Airbus A320 am Laufen halten. Es besteht aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Komponenten, zum Beispiel die Generatoren, Batterien und viele Sicherheitsmechanismen. Die Generatoren sind über ein Getriebe mit den Turbinen verbunden. Die Generatoreinheit setzt sich aus einem Konstantgeschwindigkeitsgetriebe und dem Generator zusammen. Dieses System wird IDG genannt, Integrated Drive Generator System. Jedes einzelne Triebwerk generiert genügend Strom, um alle Verbraucher im Flugzeug zu versorgen. Die Generatoren können nicht im Parallelbetrieb eingesetzt werden. Im Normalfall speist das linke Triebwerk, Generator 1, die linke Hälfte des Stromnetzes, also den Wechselstrombus 1, AC1 und den Gleichstrombus 1, DC1. Und das rechte Triebwerk speist dementsprechend AC2 und DC2 über Generator 2. Falls es notwendig ist, kann ein einzelner Generator aber auch das ganze Stromnetz versorgen. Im Heck des Flugzeuges befindet sich die APU. Sie verfügt auch über ein eigenes Triebwerk, das auch bis zu 90 Kilowatt Strom produzieren kann. Im Bedarfsfall kann die APU auch alle Verbraucher im Flugzeug mit Strom versorgen. Das Flugzeug besitzt einen Anschluss, um extern mit Strom versorgt zu werden. Um den Parallelbetrieb der Generatoren zu verhindern, gibt es folgende Vorrangkonfiguration. Die Generatoren im Triebwerk haben Vorrang vor dem APU-Generator. External Power hat auch Vorrang vor dem APU-Generator. Neben der gewöhnlichen Stromversorgung existiert außerdem noch ein Emergency Generator. Der Emergency Generator kann im Notfall bis zu 5 Kilowatt Energie bereitstellen. Falls alle anderen Generatoren ausfallen, wird eine Ram Air Turbine automatisch an der Seite des Flugzeugrumpfs ausgeklappt und über den Windstrom angetrieben. Die Ram Air Turbine erhält wiederum den Hydraulikdruck im blauen Hydrauliksystem. Der Emergency Generator wird über einen hydraulischen Generator, der an das blaue Hydrauliksystem angeschlossen ist, angetrieben. Das Wechselstromnetz hat eine Spannung von 115 Volt und eine Frequenz von 400 Hertz. Für Gleichstromverbraucher existiert außerdem noch ein 28 Volt Gleichstromnetz. Generator 1 in der linken Turbine versorgt normalerweise den Wechselstrombus 1, den AC Bus 1 mit Strom, während Generator 2 den AC Bus 2 versorgt. Über einen Bus-Tie-Contact kann jedoch diese Konfiguration geändert werden, wobei gesagt werden muss, dass die beiden Generatoren nicht im Parallelbetrieb geschaltet werden können. Über einen Wechselstrom-Gleichrichter wird der Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt, um damit den DC Bus 1 bzw. den DC Bus 2 mit Strom zu versorgen. Die Wechselstrom-Gleichrichter werden Transformer Rectifier genannt und mit TR1 bzw. TR2 abgekürzt. Hier kann gesagt werden, dass alle Gleichstromwechselrichter baugleich sind und ausgetauscht werden können. DC Bus 1 und DC Bus 2 sind wiederum an den DC Battery Bus angeschlossen. Der DC Battery Bus ist wiederum über die Battery Contact Switches an den Hot Bus 1 und den Hot Bus 2 angebunden. Diese Busbars werden Hotbus genannt, da sie direkt ohne Schalter mit den Batterien verbunden sind. Im Sinne der Redundanz ist das Batteriesystem auch hier zweigeteilt. Die Batterie 1 ist mit dem Hotbus 1 direkt verbunden und die Batterie 2 ist mit dem Hotbus 2 direkt verbunden. Je Hotbus wird eine nickelbasierte Saft-Skysen-Batterie eingesetzt. Diese Batterie hat eine Kapazität von 28 Amperestunden. Ein Ladecontroller überwacht den Ladevorgang der Batterie. Fällt die Spannung der Batterie unter 26,5 Volt, wird die Batterie automatisch von einer verfügbaren Stromquelle geladen. Sinkt der Ladestrom im Flug unter 4 Ampere, wird nach einer Zeitverzögerung von 30 Minuten hier der Ladevorgang beendet. Wenn sich das Flugzeug am Boden befindet, kann es über einen externen Generator gespeist werden. Neben dem Bugfahrwerk befindet sich eine Klappe, hinter dem sich ein Steuerungspanel befindet, um die externe Stromversorgung zu steuern und zu kontrollieren. Im Vorflugcheck muss sichergestellt sein, dass diese Serviceklappe geschlossen ist.
Im vorderen Teil der Kabine befindet sich außerdem auch noch ein weiteres Kontrollpanel, wo die Stromversorgung im Inneren des Flugzeugs gesteuert werden kann. So können Verbraucher im Flugzeug mit Strom versorgt werden, um zum Beispiel Maintenance-Aufgaben durchzuführen oder das Flugzeug zu reinigen. Außerdem befindet sich im Cockpit neben der Tür noch ein Circuit Breaker Panel. Hier können einzelne Systeme vom Stromnetz des Flugzeugs getrennt werden. Grüne Circuit Breaker werden vom ECAM überwacht und lösen eine Fehlermeldung aus, sobald diese getrennt werden. Aus Sicherheitsgründen sind essentielle Verbraucher an einem eigenen Stromverteiler angeschlossen. Im Airbus A320 gibt es einen sogenannten AC Essential Bus, welcher für die Versorgung der wichtigsten elektrischen Systeme des Flugzeugs zuständig ist. Sollte die normale Stromversorgung ausfallen, beispielsweise durch einen Triebwerksausfall oder bei einer Notlandung, kann der AC Essential Bus automatisch aktiviert werden, um eine Mindestversorgung aufrechtzuerhalten. Zu den Systemen, die vom AC Essential Bus versorgt werden, gehören unter anderem die Steuerung des Flugzeuges sowie die Kommunikation und Navigationsinstrumente. Dank dieser Backup-Stromversorgung kann der Pilot auch in kritischen Situationen wichtige Instrumente und Systeme weiterhin nutzen, um das Flugzeug sicher zu landen. Jedoch ist nicht die volle Funktion gewährleistet. Gewöhnlicherweise wird der AC Essential Bus über den AC Bus 1, also dem Generator 1, mit Strom versorgt. Über den AC Essential Feed Schalter im Cockpit kann ausgewählt werden, welcher AC Bus den AC Essential Bus mit Strom versorgt. So kann auch der AC Bus 2 den AC Essential Bus mit Strom versorgen. Der AC Essential Bus kann den DC Essential Bus über den Essential Transformer Rectifier mit Strom versorgen, falls die Gleichstromversorgung des DC Essential Bus ausgefallen ist. Sonst ist der DC Essential Bus an den DC Battery Bus über einen Schalter angeschlossen. Alternativ ist der DC Essential Bus über einen Schalter an den Hot Bus der Batterie 2 angeschlossen und kann auch dort mit Strom versorgt werden. Falls die Versorgung des AC Essential Bus über den normalen Wechselstrom Bus ausfällt, kann der Gleichstrom aus dem Batterie Hot Bus 1 in Wechselstrom umgewandelt werden. Dafür ist der Hot Bus 1 über den Static Inverter an den AC Essential Bus angebunden. Warum hatte Airbus A320 eigentlich so viele Bussysteme? Eine Busbar ist eine Art elektrischer Verteiler, der dazu dient, den Strom von einer Quelle auf verschiedene Wege zu verteilen. Im Falle des Airbus A320 gibt es viele verschiedene elektrische Systeme, die natürlich alle miteinander verbunden werden müssen. Das Stromsystem im Airbus A320 ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel für Redundanz in einem Flugzeug. Und so gibt es mehrere Busse, die im Flugzeug sicherstellen, dass die elektrischen Systeme auch dann noch mit Strom versorgt werden können, wenn ein Bus ausfällt. Wichtige Systeme im A320 sind in der Regel zweifach oder mehrfach redundant ausgelegt. Dabei wird nicht nur darauf geachtet, die Systeme mehrfach in identischer Art und Weise zu verbauen, sondern auch unterschiedlich zu implementieren. So kann verhindert werden, wenn ein systematischer Fehler ein System beeinträchtigt, auch noch das redundante Ersatzsystem aufgrund des gleichen systematischen Fehlers in identischer Art und Weise beeinträchtigt wird. Im Englischen wird diese Methodik mit Dissimilar Redundancy bezeichnet. Zum Beispiel werden für die Implementierung des Flight Controllers 4 unterschiedliche Software-Systeme auf 2 unterschiedlichen Mikroprozessoren, nämlich dem Motorola 68000 und dem Intel 186, typische Prozessoren, die zur Zeit der Konzeptionierung des Airbus A320 in den 80ern eingesetzt wurden, verwendet, um das Auftreten von Fehlern aufgrund von ähnlichen redundanten Systemen auszuschließen. Dieses Konzept zieht sich durch das gesamte Design des Airbus A320, auch so bei den elektrischen Verteilersystemen. So gibt es nicht nur mehrere Arten von Generatoren, die im Bedarf auch mit verschiedenen Energiequellen das Stromnetz versorgen können, sondern auch verschieden implementierte Verbraucher im System des Airbus A320, die entweder über die verschiedenen elektrischen Busse verteilt sind oder auch verschiedene Energiequellen benutzen. Wenn zum Beispiel ein Gleichstrombus, zum Beispiel DC1, ausfällt, dann fallen natürlich alle Geräte aus, die ausschließlich von
dem elektrischen Bus DC-1 abhängig waren und nicht nur von einem anderen Strombus versorgt werden. Hierbei wird jedoch darauf geachtet, dass die redundanten Standby- und Ersatzgeräte, diese ausgefallenen Geräte, wiederum an einem anderen elektrischen Bus angeschlossen sind. So werden, beispielgebend, die 6 verschiedenen Treibstoffpumpen, 2 pro Tank, jeweils von verschiedenen Bussen betrieben und ein Satz Treibstoffpumpen sogar stromunabhängig von einem Hydrauliksystem. Hier lohnt sich natürlich auch ein Blick in das Video über die Hydrauliksysteme des Airbus A320. Wenn beispielsweise während des Fluges beide Generatoren ausfallen und die APU nicht in Betrieb ist, wird automatisch der Emergency Generator aktiviert. Dafür wird, wie eingangs beschrieben, die RAM Air Turbine ausgeklappt und über den blauen Hydraulikkreis der AC Essential und der DC Essential Bus mit Strom gespeist. Da bis die RAM Air Turbine komplett ausgeklappt und angelaufen ist, nur Batteriestrom zur Verfügung steht, wird es im Cockpit dunkel, bis auf das Primary Flight Display des Piloten und das Triebwerksanzeigedisplay werden alle anderen Anzeigen im Cockpit deaktiviert. Im englischen Sprachgebrauch des Airbus-Lingo spricht man auch vom DC- bzw. AC-Shed, wenn man einzelne Stromkreise vom DC-Essential- bzw. AC-Essential-Kreis kappt, um den Verbrauch zu reduzieren. Sobald der Emergency-Generator Strom liefert, wird doch wieder das NAV-Display des Piloten angezeigt und das MCDU des Piloten. Da nur die Monitore auf der linken Seite mit Strom versorgt werden in dieser Situation, ist vorgesehen, dass der Pilot im linken Sitz der Pilot Flying ist und der Pilot im rechten Sitz der Pilot Monitoring ist. Falls aufgrund eines Falls der Strom aus dem Emergency Generator nicht verfügbar ist, wird der DC Essential Bus ausschließlich über die Batterie gespeist. In diesem Zustand reicht die Stromversorgung über die Batterie aus, um das Flugzeug für ungefähr weitere 20 Minuten fliegen zu können. Das Flugzeug befindet sich nun in der Electric Emergency Config. Auf dem ECAM-Display werden nun die Checkliste angezeigt, die die beiden Piloten abarbeiten müssen, Fehlermeldungen und die Systeme, die nicht mehr funktionieren. Das Ganze kann man auch auf der Status-Page einsehen. Dazu kommt unübersehbar die Meldung Land ASAP. Also land as soon as possible. Das bedeutet, dass es sich um einen Notfall handelt und das Flugzeug sofort gelandet werden muss oder sobald es eben funktioniert. So viel zum kurzen Überblick des elektrischen Systems des Airbus A320. Vielen Dank!